Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich habe gerade meine Sachen gepackt. Ich fliege nämlich jetzt heute schon ganz spontan ins nächste Land. Mein Visum ist nämlich schon fast ausgelaufen. Ich muss ein bisschen leise sein. Schlafen hier noch alle, 6 Uhr morgens. Und ja, es geht jetzt zum Flughafen. Morning. In so einem kleinen Flugzeug war ich bis jetzt auch noch nicht unterwegs. Also in so einem kleinen Linienflugzeug. Und ja. Ich habe leider keinen Fensterplatz, Leute, aber schaut euch mal an, wie mini das ist. So cool, und ich fliege jetzt irgendwie 50 Minuten nach Manila. Das Flugzeug ist einfach knallhart halb leer und deswegen habe ich jetzt doch einen Fensterplatz, Leute. Schaut mal. War doch mal ein schöner Flug, oder Leute? Und jetzt bin ich schon in Manila und warte gerade auf mein Taxi, muss zum anderen Terminal und dann geht in 3 Stunden auch schon mein Flug ins nächste Land und da gehe ich 2 oder 3 Kumpels, ich weiß nicht, ob der eine noch da ist, gehe ich auf jeden Fall in dem Land besuchen. Ne? Schauen wir mal. Wisst ihr schon, wo es hingeht? Nein. How are you? Ich bin am internationalen Flughafen angekommen und ich bin noch zu früh zum Einchecken. Ich muss noch 30 Minuten warten. Und ich habe Hunger wie die Sau. Italian BMT ist einfach das geilste Sandwich. Und kleiner Fun Fact: Wusstet ihr, dass Subway die größte Fastfood-Kette der Welt ist? Wusstet ihr bestimmt nicht. Ich bin gerade auf der Flughafentoilette kurz umgezogen, Leute. Das erste Mal seit über 2 Monaten wieder eine kurze Hose, eine lange Hose an. Richtig ekliges Gefühl. Mal wieder 5 Stunden am Flughafen gechillt und jetzt geht endlich der Flug mit 1 Stunde Verspätung. Ja, aber ich habe einen Fensterplatz und ich sitze in der 3. Reihe, was ganz nice ist. Aber irgendwie ist meine Nase verstopft. Ich hoffe nicht. Nee, ich werde nicht krank. Auf gar keinen Fall. Einmal in 2 Jahren ist genug. Ja Leute, wo bin ich? Ein paar von euch haben es bestimmt schon erkannt. Richtig, ich bin in Hongkong. Richtig krass. Und ja, ich muss jetzt mit irgendeinem Bus in die Stadt reinfahren. Und dann werde ich auch schon abgeholt. Ich muss mal knallhart mit der U-Bahn zur Immigration fahren an dem Flughafen. Ich muss mir jetzt hier am Flughafen irgendwie noch so eine Octopus-Card besorgen, die man irgendwie für die öffentlichen Verkehrsmittel hier in Hongkong zu zahlen braucht. Oh ja, das mache ich jetzt mal geschwind. Ich hoffe, das klappt alles. Und Geld habe ich gerade auch schon geholt. Das ging schnell, Leute. Ich dachte eigentlich, dass es in Hongkong kälter ist. Also mit Pullis ist es schon fast ein bisschen zu warm. Wir haben überall so Doppeldeckerbusse am Start. Es hat sogar kostenfreies WLAN im Bus, Leute. Aber irgendwie will es nicht so ganz funktionieren. Oder doch? Nice. Ich bin jetzt mitten in der Stadt irgendwo und warte auf die Jungs. Richtig krass. Schaut euch mal an, was hier abgeht. Es ist so gestopft voll Hongkong. Krass, Mann. Wieder mal eine Großstadt. Es geht los. Es geht los.
Ich habe mich mit Johnny Mon und Tom getroffen. Ich zeige euch die Preise. Kennt ihr bestimmt auch. Die habe ich in Taiwan kennengelernt. Und wir gehen gerade hoch in den ihr Apartment, Leute. Jo. The stairs are steep. The stairs are steep. And shit. And this is Johnny Mon and he carries my backpack. Hallo Germany! Hey! Wir haben jetzt gerade kurz meine Taschen abgeladen und jetzt gehen wir auch schon Abendessen. Wir haben jetzt schon wieder 9 Uhr abends und ja, da sind die zwei Jungs am Start. So cool. Und ich bleibe jetzt vielleicht einfach eine Woche oder ein bisschen länger. Mal schauen, die arbeiten halt die ganze Zeit. Die sind ja Englischlehrer beide hier in Hongkong. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, glaube ich. Und ja, die leben da noch mit zwei anderen in dem Apartment. Wird bestimmt ganz cool. Hallo. Hallo. Immer eine Video. Alright. Cheers, mate. Same goes, big nose. Es gibt Beef Nudeln so für Leute. Und er ist richtig cool drauf. Wir haben gegessen und sind jetzt noch auf so einem kleinen Nachtmarkt hier unterwegs. Und hier gibt's ganz viel verrückte Scheiße. To us. Oh yeah. Hallo. Hallo, bitte. Ja, wir waren jetzt noch ein bisschen unterwegs. Man muss hier 6 Stockwerke hochlaufen. Und das ist ganz schön anstrengend. Und ja, jetzt sind wir wieder im Apartment. Hallo. Hallo. Wir haben gestern noch ewig lang gelabert und ich habe es mal wieder nicht hinbekommen, das Video zu beenden, so wie immer, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben da und auch auf gar keinen Fall ein Abo. Und ja, bis dann. Ciao.